Mit Kindern verreisen ist immer eine Herausforderung. Sie beginnt schon beim Bestücken der Reiseapotheke. Was sollte unbedingt rein und was ist eher verzichtbar, weil Sie es auch am Urlaubsort bekommen? Was es dabei zu beachten gilt, erfahren Sie in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich wie immer über einen Daumen hoch und ein Abo, wenn Ihnen meine Aufklärungsarbeit gefällt. Die Herausforderung für Sie als Eltern besteht darin, die Reiseapotheke so zu bestücken, dass sie nicht allzu viel Platz einnimmt und Sie trotzdem möglichst für alle Notfälle gewappnet sind. Denken Sie an folgende Situation. Sie sind in einem Land, deren Sprache Sie nicht beherrschen und Sie brauchen für Ihr krankes Kind schnell eine bestimmte Medizin, zum Beispiel, weil es allergisch ist oder Asthma hat oder zu Fieberkrämpfen oder Pseudogrupp neigt. Da ist es sicher sinnvoll, diese speziellen Medikamente im Urlaub bei sich zu haben. Also gehören sie unbedingt in die Reiseapotheke. Das gilt natürlich erst recht für die Dauermedikamente bei chronisch kranken Kindern, die Sie in ausreichender Menge mit einpacken müssen. Gesetzt den Fall, Sie haben nur wenig Platz zur Verfügung, gehören folgende Medikamente unbedingt in die Reiseapotheke. Fieber-Schmerzmittel, weil sie im Bedarfsfall sofort zur Hand sein müssen. Abschwellende Nasentropfen, vor allem für Babys, gehören dazu, ebenso ein Fieberthermometer. Genauso Pflaster, Kompressen und eine Binde zum Versorgen von Wunden. Eine Jodsalbe ist klein und zudem zum Desinfizieren einer offenen Wunde besser geeignet als eine Desinfektionslösung oder Spray, da sie länger einwirkt und deshalb eine Wunde schneller heilt. Machen Sie Urlaub in einem Zeckengebiet, ist es gut, ein Gerät zur Zeckenentfernung zur Hand zu haben, mit dem Sie gut klarkommen. Natürlich müssen Sie auch an Sonnen- und Insektenschutz denken. Und wie ist das mit den Bedarfsmedikamenten bei Durchfall, Erbrechen, Husten, Gehörgangs- und Augenentzündungen oder bei heftigen Insektenstichreaktionen? All dies braucht man in der Regel nicht notfallmäßig sofort und könnte deshalb bei Bedarf auch am Urlaubsort in jeder Apotheke besorgt werden. Günstig ist es deshalb, wenn Sie sich schon vor Antritt der Reise informieren, wie und wo Sie Hilfe auch am Urlaubsort bekommen und wo die nächste Apotheke ist. Denken Sie auch daran, dass Sie auf meinem Kanal hilfreiche Videos über Brechdurchfall, Husten, Augenentzündung, Ohrenschmerzen und Zecken und vieles mehr finden mit Tipps, wie Sie sich selbst helfen und was Sie in diesen Fällen tun können. Oft braucht es gar keine Medizin wie beim einfachen Durchfall, wo es wichtiger ist, mehr von den geeigneten Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Banane zu geben und die falschen zu meiden. Apropos Durchfall. Eine Elektrolytlösung lässt sich notfalls nach der WHO-Empfehlung auch ziemlich einfach selbst herstellen. Sie finden sie mit einem Klick im Internet. Und was Sie auch noch wissen sollten, Medikamente für die Reiseapotheke, außer den Notfall- und Dauermedikamenten, werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt.